Freunde, Intro die dritte. Ich, Wiederholungstäter, auch was das Essen betrifft. Und du komm jetzt gleich her. Ja. Ich oder wir machen heute einen leckeren Gurkenfilet-Topf. Genau, den habe ich ja schon mal gemacht, aber da war Manu noch nicht in meinem Leben. Und deswegen, weil der damals so lecker war, wird er heute einfach wiederholt. Vielleicht mit ein paar klitzekleinen Änderungen, aber das wird man bloß feststellen, wenn man beide Videos hintereinander anguckt. Zutaten etc. pp. Alles bei der kleinen Übersicht in der kleinen, aber feinen Küche. Attacke! So, meine Lieben, hier die Übersicht. Wir haben natürlich wieder, wie damals, habe ich den Gurkentopf hier geholt. Die Gurken waren perfekt dafür. Dann haben wir zwei schöne Schweinefilets, also richtig große. Ich glaube, heute schlage ich die Manu, dass wir mal 4 Tage dabei essen können. Und ich sehe, ich habe auch, na, kommt mein Finger ins Bild? Ja, hier, da. Die automatische Kartoffelschälmaschine, wie auch im ersten Video davon, auch wieder am Start. Nicht dieselbe. Zwillingsspeck nehmen wir dieses Mal. Damals war es der Bacon in den Streifen. Zwiebelchen wieder, Knoblauch wieder, Zwiebeln. Kartoffeln, Knoblauch, würde die Manu gleich klein schnippeln, alles in der Schale rein. Ich schneide die Filets klein, tue es noch ein bisschen parieren. Dann haben wir noch Salz, Pfeffer, Paprika, SPP, ein Creme Fraiche und ja, da habe ich damals schon was dazu gesagt, die Delikatessoße zum Braten. Es schmeckt einfach und fertig. Gut. Wir verarbeiten jetzt erstmal alles klein und danach sehen wir uns hier mit den Zutaten in der Schüssel wieder. So Leute, nur damit ihr seht, dass es auch ein paar Gürkchen sind, wo wir hier reinschnibbeln. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ja, Fleisch habe ich auch schon klein. Gleich geht's weiter. Ja, ich würze jetzt gleich einmal das Fleisch. Ja, fangen wir mal mit dem Salz an. Also das ist jetzt wahrscheinlich wieder das einzige Mal, dass ich die Gewürze hinzutue. Weil auch beim letzten Mal habe ich ja dann gar nicht mehr nachwürzen müssen. Aber das sehen wir alle später noch. Und natürlich ordentlich Paprika. Mal das einmal ordentlich durch. Und dann ist das Fleisch eigentlich schon so weit, dass wir das anbraten können. Hinter mir steht schon der FT9 wieder. Mhm. Fleisch habt ihr jetzt gesehen, das stelle ich gleich an den Herd. Und dann sehen wir gleich hier noch die restlichen Zutaten. Viel ist es ja nicht mehr. Ganz genau. So. So, dale, alles soweit fertig. Dann können wir die restlichen Zutaten jetzt mit am Herd rübernehmen. Und dann das Anbrutzeln anfangen. Jo, hier rein in den Dutch Oven hauen wir heute einen Butterschmalz. Weg ist er. Den lassen wir jetzt zergehen. Und dann braten wir als allererstes mal das Fleisch an. Schauen wir mal, ob es schon heiß genug ist. Ja, es fängt zum Brutzeln an. Schau ich mal, ob ich alles auf einmal reinbekomme oder ob ich
auch zweimal muss. Nee, das kriege ich alles rein. Schön anbrutzeln. So, oder ne? Und wenn gefühlt kein rohes Fleisch mehr zu sehen ist, ist es soweit gut. Dann kann man das wieder raustun. Wie bei den meisten meiner Topfgerichten All-in-One wird ja mehrfach die Zutaten im Topf rein angebraten, wieder raus, bevor dann am Schluss alles zusammenkommt. So. In der Blechschüssel wird es gerade ganz schön warm, die zu halten. Ja. Dann tun wir den Zwillingsspeck rein. Den auch einmal anbrutzeln. Genau dasselbe Spiel. Wenn hier jetzt die ehemals weißen Speckbröckchen etwas glasig werden, dann reicht es auch soweit. Dann kommt der auch wieder raus. Oder nicht? Und dann kommen schon unsere Gürkchen mit etwas Gurkenwasser. Die tun wir jetzt auch schön einmal anschmoren. Oh, hoffentlich reichen die Gurken. Seit da kann ich mich jetzt gar nicht mehr so dran erinnern, ob ich mir danach, nach dem Topf damals gewünscht habe, dass ich mehr Gurken verwendet hätte oder so. Naja, man wird sehen. Die jetzt auch eben kurz anschmoren und dann wieder raus. Sobald die Gürkchen anfangen, Farbe anzunehmen, ein bisschen, dürfen sie auf alle Fälle haben, dann kann man sie auch wieder raus tun. Ich habe jetzt auch gewartet, bis die Flüssigkeit ziemlich verdampft ist da unten drin. Eben damit die Gürkchen Farbe annehmen. Der Geschmack ist alles da unten im Backofen drin. Jetzt muss ich mich beeilen. Ein klein bisschen Wasser angießen. Hier ist nix. Sonst gar nicht gut. Ich kann jetzt ein bisschen runterschalten einmal. Und dann da war jetzt ein bisschen viel Wasser. Das war jetzt einfach, damit man der Bodensatz nicht ankokelt, weil das wollen wir ja nicht. Na ja gut, hauen wir die Zwiebeln und den Knoblauch rein. Und ab jetzt müssen wir nichts mehr raustun, sondern nur noch hinzufügen. Vielleicht zu weit runter gedreht. Das tun wir jetzt auch noch schön anschwitzen. Und danach können wir auch noch die Kartoffeln mit hier reingeben gleich. Und dann kommt der Rest wieder alles dazu. Ja, und wenn die Zwiebeln anfangen leicht glasig zu werden, schmeiße ich meine Kartoffeln mit rein. Dann werden die auch noch ein klitzeklein bisschen mit angekokelt. Angeschmort. Nicht viel, nur ein klein bisschen. Und da müssen wir jetzt natürlich aufpassen, dass die nicht ansetzen. Geht ruckzuck.
Ja, und danach geht es gleich weiter mit dem Rest wieder dazu. Ein klein wenig Wasser habe ich noch hinzugefügt. Und ja, die Kartoffeln halt wirklich bloß ein klein bisschen mit angeschwitzt. Dann kommt hier jetzt schon der Zwillingsspeck wieder mit rein. Das Filet. Die Gürkchen. Obwohl das dieses Mal ja ausgewachsene Gurke waren. Ja. Und dann schön mit Wasser angießen. Das reicht erst einmal. Tja, und dann, Leute, und dann kommt noch ein bisschen Senf hinzu. Und da ja immer das Geheule war, Bautzner oder Löwensenf, habe ich jetzt einfach mal die Hausmarke vom Kaufland genommen. Edge. Tu mal ein bisschen Senf noch mit rein. Gutes. Jetzt warten wir, bis das ein bisschen aufbrodelt. Und wenn es aufbrodelt, dann können wir unsere Delikatessoße hinzutun. Manu hat tatsächlich gemeint, nein, das nehmen wir nicht. Habe ich gesagt, doch, das nehmen wir. Warum auch nicht? War früher lecker. Ist jetzt lecker und wird hoffentlich in Zukunft auch lecker sein. Aber wie gesagt, erst ein bisschen aufbrodeln lassen. Ein bisschen Wasser habe ich noch hinzugefügt. Jetzt brodelt es auf und jetzt rühre ich die ach so verpönte Fertigbratensoße hier mit rein. Wer will, kann es genauso nachmachen. Es kann aber natürlich auch jeder irgendwie was anderes dann verwenden. Das ist mir sowas von Schnuppe. Ich weiß, dass es so sehr, sehr lecker schmeckt. Und fertig. So, zwei an der Zahl. Eine reicht normal für 250 Milliliter. Also wenn man eine richtige Soße machen will. Und wir haben ja hier fast 3 Liter Wasser jetzt drin. Und ganz zum Schluss kommt dann der Becher Creme Fraiche dazu. Ja, jetzt drehe ich aber erstmal den Herd runter. Und dann kommt der Deckel drauf und dann kontrolliere ich natürlich zwischendurch, wie stark das köchelt, reguliere eventuell die Hitze noch nach. Ja, und 1,5 Stunden in etwa lassen wir es jetzt drin. 16:30 Uhr dann sehen wir uns wieder, Leute. So, Freunde, 1 Stunde Köchelzeit ist jetzt gleich um und ihr dürft jetzt mal mit reingucken. Also es köchelt immer noch schön vor sich hin. Die Kartoffeln müssen natürlich schön durch sein. Und duften tut es. Die holen wir jetzt mal ein Kartoffelchen hier raus. Einfach mal zum Probieren. Tja. Mach wieder zu und dreh den Herd vielleicht ein klein bisschen höher wieder. Und lass weiter köcheln.
So, Leute, exakt eineinhalb Stunden später. Na, wie sehen die Kartoffeln aus? Heiß, heiß, heiß. Puh. Heiß und durch. Ich habe jetzt hier schon das Loch reingestochen. So, und dann tun wir das Creme Fraiche hier rein. Na, hallo, ich habe doch ein Loch reingemacht. Na, plopp hat es gemacht. Einmal noch mal ganz kurz aufköcheln lassen und drehe ich noch mal ein bisschen hoch. Ein bisschen abschmecken und dann ist soweit fertig. Rein theoretisch. Also wie gesagt, noch mal kurz aufköcheln lassen und dann sehen wir uns wieder. Nach allgemeinen Abschmecken wird beschlossen, wir hauen hier das dritte Packel auch noch rein von der Bratensoße und dann probieren wir ganz einfach nochmal. Jetzt schauen wir auch mal, ob die Soße noch ein bisschen dicker wird. Spatzel hat gerade gemeint, sie wird die Soße noch ein bisschen andicken. Mit was würdest du die andicken? Tja, mit Milchschwitz. Wenn du das möchtest, darfst du das gerne. Aber erstmal tun. Kann da ein bisschen die Bratensoße ein bisschen noch. Ja, dann drehe ich nochmal hoch. Und dann probieren wir nämlich nochmal. Und ob wir es dann noch andicken überhaupt, das werden wir dann gleich sehen. Und wieder runterdrehen. Und bevor sich ein Stinkstiefel wieder aufregt, wir probieren heute anders. So. Jetzt zufrieden. So, probier. Wir probieren. Ja. Oh, jetzt kommt aber nichts mehr rein. So ist gut. Leute, Essen fertig. Oder? Ja. Gut. Dann sehen wir uns, wenn ich gleich was auf meinen Teller drauf tue. Oder ne? Dann wollen wir hier mal. Man könnte es auch vielleicht Gurkenfilet-Suppe nennen. Es ist wirklich recht flüssig, muss ich sagen. Aber das tut dem Geschmack keinen Abbruch. Und ich mache jetzt das Probierele. Und es steht ja nirgends geschrieben, dass das richtig dickflüssig sein muss. So. Aber jetzt ist es bestimmt wieder uzheiß. Ist heiß. Lecker. Sehr, sehr lecker. Leute, wir sehen uns nachher dann noch zum allgemeinen Fazit. Oh, ja. Ja, Fenster ist wieder offen. Leute, Fazit. Mir hat's sehr lecker geschmeckt. Du darfst gleich. Wobei ich aber auch sagen muss, zu meinem älteren Video, wo ich das schon mal gemacht habe. Moment. Video Nummer 435. Filettopf mit Gurken. Ist definitiv ein geschmacklicher Unterschied da.
Ich gehe davon aus, weil wir den Zwillingsspeck verwendet haben und nicht Bacon. Und auch ein paar Gürkchen mehr. Also es war leicht säuerlich, ja, aber ich finde, das war richtig geil. Ich fand es richtig lecker. Es war jetzt wirklich mehr eine Suppe, muss ich zugeben. Muss ich wirklich leider zugeben. Hätte man es jetzt eingedickt noch, dann okay. Aber es war brutal lecker, brutal lecker. Jetzt haben wir noch genügend übrig. Dann kann man morgen nochmal essen und vielleicht dickt es ja von selber noch ein bisschen nach. Wie es manchmal so ist beim Essen. Was sagst du dazu? Ich fand die genau richtig. Mhm. Man hat auch die Kartoffeln, die kann man auch ein bisschen reindrücken. Ja. Dann kann man sie richtig schön Also essen. Dir hat es auch sehr lecker geschmeckt. Auch die Säure war in Ordnung, fand ich. Ja. Kleine Geschichte zum Essen dazu. wir haben ja damit gerechnet, dass Alina Ii! Und Bäh! Mag ich nicht, sagt. Aber sie hat gesagt, wie hat sie es gesagt? Geht so, kann man es essen. So. Geht so, kann man essen. Ja. Drauf Manu, ja, das ist ja alles auch in Rouladen drin. Und dann hat sie tatsächlich gesagt, ja, das schmeckt man. Alles richtig gemacht. Richtig. Ja, im letzten Video habe ich ja auch gesagt, das sollte ein bisschen nach Rouladen schmecken. Und ja, das war eindeutig die Bestätigung. Ja, also wie gesagt, macht das nach. Macht es ein bisschen weniger Gurken rein, dann ist es nicht ganz so säuerlich, aber ansonsten ganz genauso. Und nehmt das Suppenpülferchen, das Bratenpülferchen da, oh, perfekt, finde ich. Oder? Ja. Ja. In dem Sinne, wenn das Video gefallen hat, wenn es Spaß gemacht hat zum Anschauen, nettes Kommentar, freundliches Abo und ja, das Restliche, ihr wisst Bescheid. In dem Sinne, sag mal, tschüss. Tschaikowski. Und Däumchen nicht vergessen. Hey ho, meine Lieben. Heute mache ich mal wieder... Machen wir, mein Schatz. Ja. Zusammen. Nochmal. Hey ho, meine Lieben. Heute werde ich mal wieder zum Wiederholungstäter. Ja, ich mache was ganz was Leckeres. Ja, kommst du jetzt bald? Ich mache was ganz was Leckeres wieder mal aus dem Dutch Oven, was ich schon mal gemacht habe. Und warum? Weil es Manu und die Chloe noch nicht gegessen haben, kennen. Und deswegen gibt es heute einen Gurkentopf.